sports. It's in the game. Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu NHL 16. Dieses Video dient jetzt so zum kleinen Einblick in das Spiel. Es liegt schon eine Weile bei mir hier rum. Und ich muss sagen, das letzte NHL-Spiel von mir ist auch schon ewig her. Allerdings hatte ich Bock, euch das einfach mal zu zeigen. Das habe ich ja schon zu Madden gemacht. Das habe ich auch schon zu dem letzten Golfspiel gemacht. Das wird einfach nur ein Video zum Einblick für die Leute, die vielleicht da Interesse dran haben. Und ja, mehr ist es nicht. Also wir gucken einfach nur mal kurz das Spiel rein. Das ist eine kleine Vorstellung. Und ja, wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne am Ende ein Like da, auch eure Meinung zum Spiel mal. Vielleicht haben ja einige von euch das schon länger gezockt und haben dann mehr Erfahrung gemacht. Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare klatschen. Ansonsten gucken wir mal einfach mal rein. Okay, so. Jetzt haben wir ein Testspiel, so ein Einführungsspiel wahrscheinlich, wie bei jedem EA-Spiel. Ich nehme die hier, die sind besser. Deswegen nehme ich die hier. So, schauen wir mal. Also wie gesagt, ey, ich bin schon lange raus bei den NHL-Spielen. Ey, ich weiß gar nicht, wie lange ist denn das her? Will jetzt auch nicht übertreiben, aber bestimmt schon 7-8 Jahre ist das letzte her. Aber es ist immer wieder interessant mal anzugucken. Ich kenne mich auch jetzt nicht extrem krass aus in den Regeln, ungefähr so wie bei Madden. So ein bisschen halt, obwohl bei Madden, bei Football kenne ich mich, glaube ich, ein bisschen besser aus, also wenn man das so sagen kann, auf dem Level. Deswegen, also kreuzigt mich nicht direkt, wenn ich irgendeine Scheiße erzähle. Dieses Video dient wirklich nur, damit ihr euch mal einen Einblick geben könnt zum Spiel, ja. Wie ich es, wie gesagt, schon zum letzten Golfspiel gemacht habe und Madden. Greetings everyone, along with 1994 Stanley Cup winner Eddie Olczyk, I'm Mike Emery. This is the start of the Stanley Cup Final. I know we're a little jittery about this. I can only imagine what it must be for a player. You had your name etched on that cup, and both of these teams know that if things go right, every individual name can be on there. When do the nerves leave? I think once you get into the game, Doc, I don't know if there's a specific time that the jitters leave, but I think once you get in a fierce couple of shifts into game one of the Stanley Cup Final, then it just becomes, believe it or not, just another game. We direct our attention to the Nets and the starting goalies. Ben Bishop, living proof that you can't be too tall to play goal. The man in the crease tonight stands 6'7", a native of Denver, a veteran of the University of Maine, and an outstanding goalie with the Tampa Bay Lightning. Corey Crawford is the goalie of choice for this game tonight, native of Châteauguay, a suburb of Montreal, and grew up watching the legendary Hall of Famer Patrick Waugh in goal. A New Year's Eve baby he was in 1984. Okie dokie. Auf jeden Fall, die Präsentation ist schon mal ganz nice, finde ich. Oh, zu früh. Zu spät. Oh Mann, ey, wie gesagt. Ich habe mich natürlich direkt jetzt hier erstmal reingeschmissen. Ohne vorher zu testen. Okay, das ist alles ganz anders, die Steuerung. Ich habe es ganz anders in der Tür. Oh Gott, was habe ich getan? Warum bin ich hier mitten ins Spiel reingegangen? Ah, Mist! So, schön. Ah, gut gehalten. Also, wie gesagt, die Präsentation ist ganz nice, muss ich sagen. Oh, habe ich zu lang ausgeholt. Oh Gott, ich blamier mich hier wieder vollkommen. Das war ein schlechter Pass von mir. So. Ah, Mist, ey. Oh, da habt ihr es gesehen, er hat einen Kopfball gemacht. Nicht schlecht. So, weggecheckt die Zone. Oh, oh, oh. Da ist der Puck. Was machst du denn? Oh Gott. So. So. Jetzt aber! Ah, das gibt's doch nicht. Nicht schlecht. Yeah! Ich hab das Goal gemacht. Also, ich wiederhole es gerne nochmal, ja, weil viele Leute sich dann immer irgendwie berufen fühlen, zu zeigen, dass sie die vollen Profis sind.
Ich bin ein absoluter Noob in dem Spiel, ja. Ich sag's so, wie es ist. Aber, ja, das Madden-Video auch, das letzte, also dieses eine Video zu Madden, kam echt ganz gut an. Und deswegen dachte ich, ey, warum nicht auch noch NHL zeigen, wenn du es sowieso hier noch hast. Ich habe überlegt, auch NBA zu zeigen, also NBA 2K16 und vielleicht auch NBA Live 16, auch wenn wir uns, glaube ich, da alle einig sind, dass NBA 2K16 auf jeden Fall besser sein wird. Da wollen wir gar nicht drum herum reden. Müssen wir nur sagen, wie es ist. Aber das habe ich auch hier, NBA 16 habe ich auch hier schon liegen. Eine Weile. Aber ich komme einfach nicht dazu. Also wenn ihr da Bock drauf habt, kann ich euch das gerne auch mal zeigen. Und vielleicht auch dann NBA Live so als Gegenstück. Immer zu früh, Mensch. Ja, schön, schön. Ich, ohne Scheiß, ich weiß nicht mal genau die Knöpfe. Nein! Schön! Hau ihn rein! Ah, Mist! Ach, ich hab ihn noch. Yeah! Was geht? Direkt abgeschlossen. Die Optik ist ganz gut, muss ich sagen. Die Optik ist echt nice. Also vorhin jetzt so der Übergang. Erstmal die richtigen Leute, die da am Labern sind. Und dann schön der Übergang. Ist nicht schlecht. Also die Optik ist ganz gut hier. Ich würde schon fast sagen, dass die Leute hier besser aussehen als in FIFA, was schon ein bisschen traurig ist. Auf jeden Fall sieht das Publikum besser aus. What the fuck, Alter, das sieht echt gut aus. Und da ist meiner Meinung nach, ist kein Au, jetzt haben sie endlich mal gewonnen, den Bulli. Oh, zack. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Ah, scheiße. Nice, nice, nice. Und das, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, das ist für mich auch keine Ausrede. Ja, das Fußballfeld ist aber größer als ein Eishockeyfeld. Ja, gut, wir haben Next-Gen-Konsolen. Nicht wahr? Das sollte meiner Meinung nach keine Rolle mehr spielen. Also da muss ich mal hier auf den Ersteindruck zumindest sagen, da sieht das echt ein Ticken besser aus. Was mich halt verwundert, weil FIFA wird halt weltweit immer noch deutlich öfters verkauft als ein NHL oder sonst was. Das ist halt einfach das meistverkaufteste Sportspiel. Ach scheiße, schon wieder zu lange festgehalten. Mist. Ist nun mal so, ja. Ist nun mal so. Also muss man sich auch nochmal reinziehen, auf wie viele Milliarden Plattformen FIFA kommt. Da ist es auch kein Wunder. Weiß gar nicht, ob das immer noch auf der PS2 rauskommen wird. Mich nicht überraschen, sagen wir so. Mann! Ja, ich muss noch auf jeden Fall in die Steuerung reinkommen, aber es macht so für mich als Noob bisher echt Laune, muss ich sagen. Ah, Mist, das wäre so ein schöner Pass gewesen. Den Bodycheck müssen wir noch üben hier. Die Steuerung müssen wir noch drauf kriegen. Nein, das war ungewollt. Das war ungewollt. Oh, schön abgefangen. Dummer Pass, dummer Pass. Ach, Mist. Zurück, Jungs. Ich krieg den Bodycheck nicht hin. Ich lauf immer daneben. Ah, zu lang ausgeholt, was mach ich hier für eine Kacke? Es macht aber Bock, Leute, ohne Scheiß, es macht gerade echt Bock. Es ist ja auch so ein Ding, boah, ist ja auch so ein Ding wie bei NFL. Da hat er ja irgendwann 2K nicht mehr die Rechte, was ich so ein bisschen schade finde, weil das Ding ist, Konkurrenz belebt das Geschäft einfach, das ist einfach so, deswegen wird es allen nur gut tun. Wenn es auch ein NHL-Spiel noch geben würde von 2K, genauso wie ein Madden-Spiel, also NFL hier. Das gab es ja früher und ist immer gut. Ja, es ist immer gut, wenn EA dann Konkurrenten hat. Siehe FIFA, das ist das beste Beispiel. Hätten sie da nicht so einen starken Konkurrenten gehabt früher mit PES. Wer weiß, wo FIFA denn heute wäre, ja? Man weiß es halt nicht. Ja, einfach mal weitermachen.
Deswegen, es wär cool, aber es ist so ein Lizenzding. Soweit ich noch das in Erinnerung habe. Und es ist ja schon lange her, seit es NHL 2K gab. Genauso wie NFL. Aber soweit ich weiß, hat, glaube ich, 2K noch die Rechte an den. Was war das denn für ein Schuss? An den College-Dingern, oder? An den College-Basketball-Dingern beispielsweise. Obwohl Basketball ist ja auch schon wieder was anderes. Aber ich weiß nicht, wie das bei. Boah, Junge, angetäuscht! Alter, wie habe ich das denn gemacht? Das war nice. Yes, und direkt noch ein Goal. Ja, auf jeden Fall gibt es Basketballspiele von 2K für die College-Dinger. Und soweit ich weiß, auch NCAA bei Madden. Bei NFL, ich bin immer auf Madden. Bei NFL, ich glaube, da haben sie auch die College-Dinger immer noch. Kann es sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es damals zur Anfangszeit der 360, PS3 und so, gab es da noch diese ganzen College-Dinger von 2K. Und das halt auch bei NFL und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie das bei Eishockey ist, da weiß ich nicht. Aber das ist ja auch so ein großes Ding, ne? Das ist Spiel. Ey, die Spielermodelle sehen richtig gut aus. Ich kenne zwar nicht die Vorbilder, aber die sind ganz gut gemacht hier. Oder? Also kann das mal jemand vielleicht bestätigen? Dass sich da besser auskennt? Oh Gott. Spiel, nicht wieder festhalten. Na. Hau ihn weg, die Sau, hau ihn weg. Kann man sich eigentlich auch hier wieder boxen? Das war so geil immer. Aufpassen jetzt. Zack. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Zack, nochmal. Angetäuscht. Und jetzt schießt er hinterm Tor. Ich bin so dumm. Oh Gott. Aber ey, ohne Witz, also für einen kompletten Anfänger, wie ich es bin, bockt es schon. Also ist natürlich auch nicht auf High Class Schwierigkeitsgrad eingestellt, aber... Nein, was ein schlechter Pass von mir, ne? Aber es bockt. Nicht nach hinten. Soweit ich weiß, darf man noch nicht. Darf man von der Regel durfte man noch nicht, wenn man einmal die blaue vorne überquert hat, nochmal zurück, oder? Wie war denn das? Na, schon wieder so lange ausgeholt, Mensch. Gibt's ja eigentlich auch wieder die DEL? Ich glaube, die gibt's auch wieder hier, oder? Was natürlich nice ist. Ah, Mist. Was natürlich echt nice ist, weil... Gottes Willen, ich glaube, bei NBA Live gibt's zumindest nicht hier die deutschen Basketballmannschaften. Ich mach das irgendwie gerade kacke. Jetzt hau ich nochmal rein, ne? Mensch, du. So, wir spielen das auf jeden Fall noch zu Ende. Ist egal, wie lange das noch dauert. Wir sind ja schon im zweiten Dingens. Wir spielen das auf jeden Fall noch zu Ende und dann zeige ich euch nochmal kurz die Modi-Auswahl für die Leute, die das interessiert. Und dann hoffe ich doch, dass euch das Video gefallen hat. Und lasst auf jeden Fall mal Feedback da zu NBA, dann kann ich da vielleicht auch mal ein Video machen. Also NBA 2K habe ich auf jeden Fall hier schon liegen, das habe ich mir extra gekauft, aber ehrlich gesagt noch nicht gezockt, ich kam einfach noch nicht dazu, das ist so krank eigentlich. Einfach mal ein Spiel kaufen und einfach noch nicht dazu gekommen, das nicht mal ausgepackt zu haben, ach, das ist einfach... Komm jetzt! Ah, Mist! Scheiß Pass. Wie der Schiri sich rettet, habt ihr gesehen? Ich würde gerne eine Schlägerei hier einzetteln. Geht es eigentlich? Geht es oder haben die es rausgepackt? Schön gehalten. Respekt. Den mache ich. Zack! Mann, ey. Nein. Komm. Ach, Mist. Boah, den hab ich mal weggecheckt. Na endlich. Schönes Ding. Die Sau, die Blöde. Yes.
Wuhu! Geiles Ding. Ey, das macht Laune. Es macht echt Laune. Ohne Kack. Ohne Kack. Und die Leute, ohne Witz, das Publikum. Nicht jeder Dritte ist ein Klon. Wie in FIFA. Also wie gesagt, da zieht es auf der Next-Gen-Konsole, zieht für mich nicht mehr das Argument, wenn es jemand bringen wollen würde überhaupt. Ja, aber bei FIFA sind viel mehr Leute und so. Das juckt doch nicht. Das juckt doch einfach nicht. Die wollen es einfach nicht machen. Die wollen es einfach nicht machen. Die könnten. Die könnten auf jeden Fall. Nochmal, zack, abstoppen. Oh shit, Junge! Ich führe dich vor. Jetzt schließt er auch ab. Oh Gott, ich hab den schön ausgetrickst. Oh, den hab ich. Ja, vorbei. Puh. And that is the end of the second period of this game. One more to go and who knows, maybe more action than that. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie das Spiel ist gerade. Ich glaube, das ist der leichteste oder so, oder? Davor. Zweitleichteste. Das würde bestimmt jemand unter euch Zuschauern sein, der NHL doch schon ein bisschen länger gezockt hat. Der kann ja echt gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob sich das wirklich auf Dauer wirklich lohnt, jedes Spiel. Aber ich gehe mal davon aus. Was mache ich da für eine Kacke? Aber ich gehe mal davon aus, es ist genau wie bei FIFA halt. Jedes Jahr wird halt das erneuert hier die Kader und so weiter, die Mannschaften. Ja, da geht er ins Haus. Ich glaube, großartige Neuerungen gibt es nicht. Aber soweit ich weiß, gibt es da auch mittlerweile bei allen Sportspielen auch dieses Ultimate Team-mäßige, oder? Das haben sie ja von FIFA übernommen. Soweit ich gesehen habe, gab es das auch schon bei Madden und wahrscheinlich gibt es das auch bei NHL. Das ist halt immer so geil. Also wenn du voll im Spiel drinne bist, ist das eigentlich eine geile Sache. Angetäuscht. Ach, schlechter Schuss. Oh, wie hat er den denn gehalten? Alter, überragende Parade. Habt ihr das gesehen? Krass. Nice. Den hau ich rein! Was war das denn wieder für eine Kackerwurst? Hau ihn jetzt mal weg hier. Zack, Junge. Abgefangen. Was ist denn das für ein Pass hier, Mensch? Warum haut ihr euch selber um? Ja. Mensch, was ist denn hier los? Sprinte. Oh, zu langsam. Too slow, man. Mein Gott, mein Torwart ist überragend hier. Possession taken over by Seabrook. Tampa Bay is in control of the puck in their own end. Directing that one to Killorn. Dawn, they've got a 2-on-1 here. Right into the slot. Nein! Das macht schon ein bisschen Bock, so abzustoppen. Immer an! Was? Denn nicht mal der ist reingegangen. Auch der ist nicht reingegangen. Alter, der Torwart ist super. Locker. Juckt ihn überhaupt nicht. Ich knalle die Dinger drauf. Ich juckt ihn einfach nicht. So. Komm, das gewinnen wir nochmal. Yes. Jetzt. Wow. Ja, müsste ich natürlich. Also, selbst ich müsste ein bisschen den Schwierigkeitsgrad noch erhöhen, dass es richtig spannend wird. Naja, ey. Also, ich kann nur sagen, aus meiner Noob-Sicht, es bockt. Also, für die Leute, die da vielleicht selber überlegt haben, ey, soll ich es mir vielleicht doch mal gönnen? Ich hätte schon Bock irgendwie. Ja, warum nicht?
oder halt dem 15er Teil, der natürlich billiger ist. Muss man sich dann halt überlegen. Ich weiß halt nicht, inwieweit sich das jetzt verbessert hat von 15 zu 16. Wenn es sich halt im FIFA-Rahmen handelt, ist es halt nicht viel, wa? Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Oh Gott! Die machen aber auch echt gar keinen Ball rein, Ball, sag ich schon, Puck rein. Hey! Stays on side to the middle. A shot. And that one turned aside. Propelled to Palat. Puck still on his Los geht's! Angetäuscht! Das ist voll geil irgendwie. Mal so kurz zurückzufallen. Zack. Zack. Nochmal. Und jetzt aber. Ah, wunderschön gemacht. Was geht? Bringt dir auch nicht dein Pornobart was. Pornobalken. Tampa Bay's goal has built an even bigger lead. We're in the third period. For the opposition, at least that is fortunate. Gutes Timing, was geht? Er lernt ein bisschen. Was ist denn los hier mit dem Zobman? Er lernt ein bisschen dazu, direkt in einem Spiel. Was geht da? Eigentlich wollte ich zu dem rechts machen. Ah, Mist. Aber die Steuerung ist im Vergleich zum letzten, wo ich das gezockt habe, echt anders geworden. Aber wie gesagt, das sind jetzt schon ein paar Jahre her. Komm, verzieh dich, du Pissbacke. Was mache ich da? Nein! Wo ist der Puck? Torwart ist überragend. Weg hier, weg, Schiri! Juckt die nicht. Da packt er die Pranke aus. Ey, ich mit meinen Pässen, ne? Da staunt er. Doesn't matter how hard you shoot it, he missed the net by a mile. You're gonna have to go chase it down. Possession established on the pickup by Hedman. And the puck control zone in by Hogan. Was war das? Solid pass. Komm, hör die Sau ab. Ey, ich krieg den. Ich lass mich immer so leicht ausdancen. Oh, wonderful play. Tampa Bay is in possession as they travel in the defensive zone. Hey. Puck is seized by Callum. Schließ doch direkt ab. Gibt es einen Knopf, wo man direkt abschließen kann? Wenn man dann passt, oder muss man wirklich da auch nochmal mit dem Stick auswählen? Nice! Wir haben natürlich haben wir gewonnen, ist ja klar. So, wir überspringen das Ganze mal jetzt und dann zeige ich euch nochmal kurz, was es für Modi gibt. Da bin ich selber mal gespannt, was es da so alles gibt. Aber ja, mein erster Eindruck habt ihr jetzt schon mehrfach gehört. Achso, mein Lieblingsteam. Ja, komm, ich mache jetzt einfach mal das, dass ich euch das noch zeigen kann. Das Video ist sowieso schon lang genug. Mal gucken. Okay. Hockey Fights. Achso, das ist so eine Anzeige. Schön, Hockey bekämpft Krebs, das ist doch was Nettes. Online-Shootout-Modus. Mhm, okay. Hockey Ultimate Team, habe ich doch gerade gesagt, das ist nice. Wie lange gibt es das? Wahrscheinlich erst so 2-3 Jahre, oder? Ist immer geil. Wie gesagt, solche Modi sind doch geil, einfach. Ist doch nice. Online-Teamspiel. 6 gegen 6. Oh, sowas gibt es hier auch. Perfekt. Be a Pro. Bier GM, deine Manager-Karriere. Okay. Ist diese Manager-Karriere mit dem zu vergleichen wie bei FIFA oder ist es dann anders? Weil, das habe ich schon bei FIFA angesprochen, es wäre halt geil, mal so einen Modus zu haben, wo du noch ein bisschen mehr bearbeiten kannst. Also drumherum, Stadionaufbau, Ticketpreise und sowas, weißt du? Playoff-Modus natürlich. Offline-Shootout. Saisonmodus, Trainingsmodus,
klassische Momente erneut erleben. Das ist doch auch bekannt. Das kennt man doch, sowas. Ja, ist nice. Ja. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Also, jetzt seid ihr dran. Lasst gerne mal auf jeden Fall ein bisschen Feedback da. Für die Leute, die vielleicht auch noch nicht so viel NHL 16 gezockt haben, könnt ihr mal euren Ersteindruck reinposten. Für die Leute, die schon länger zocken, könnt ihr mal sagen, ob sich das lohnt. Oder wenn man jetzt nicht so die dicke Kohle hat, ob sich das vielleicht lohnt, auch einfach NHL 15 zu holen. Ansonsten war es ey. Und lasst gerne nochmal Feedback zu der NBA-Sache da. Und dann gucke ich mal, ob ich da was machen kann. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen, dieses kleine Vorstellungsvideo. Ich glaube, sowas ist ganz cool. Wie gesagt, das Madden-Video kam echt ganz gut an. Und ja, das war's. Leute, danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Wir hören uns bei weiteren Let's Plays. Kommt ja noch einiges dieses Jahr. Assassin's Creed, Call of Duty, Halo und so weiter. Ich brauche euch das nicht erzählen, aber das gibt's hier alles. Gut, Leute, und ach genau, checkt gerne mal meinen Twitter ab, um auf dem laufenden Stand zu sein, wenn ihr Bock habt. Auch der Link ist in der Beschreibung. Das war's jetzt aber wirklich. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.